Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also die Rede des Ministers bringt mich jetzt doch noch mal ans Pult. Also nicht, dass ich hier jetzt irgendwie groß aufgeregt bin, aber Herr Kollege, Herr Minister, wir werden den Gesetzentwurf weder verzögern noch verlangsamen noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, woher Sie das dann nehmen. Das Einfachste wäre ja gewesen, wenn Ihre Fraktionsspitzen auf uns zugegangen wären und gesagt hätten, wir machen das gemeinsam, wir machen ein schnelles Verfahren und dann bringen wir das zu Ende. Und wir werden auch ganz zügig, Herr Minister, das muss natürlich die Vorsitzende dann auch regeln, diesen Gesetzentwurf beraten, aber so zu tun, wir haben überhaupt kein Problem, hier was schneller zu machen, was besser zu machen, auch zügig durchzubringen. Das war unser Appell von Januar schon. Und wenn wir was gemeinsam gemacht hätten, hätten wir heute auch gemeinsam den Antrag schon stellen können, hätten wir ja alles machen können. Aber den Eindruck zu erwecken, als wenn wir hier auch in der Sache unterschiedliche Auffassungen wären, finde ich nicht in Ordnung. Und die zeitliche und den Anspruch zu erheben, als Minister, der noch nicht mal diesen Gesetzentwurf eingebracht hat, der Ausschuss müsse jetzt mal schnell machen, fand ich nicht ganz in Ordnung. Ich kann für meine Fraktion nur zusichern, dass wir zügig beraten werden, wie wir das bei allen Gesetzentwürfen machen. Wir haben noch keinen verzögert. Dass wir uns aber trotzdem natürlich das Recht rausnehmen müssen, einen Gesetzentwurf zumindest einmal anzuhören, damit uns die Fachleute einige Takte dazu sagen können. Das bitte ich ganz normal als Parlamentarier zur Kenntnis zu nehmen. Und deswegen bin ich noch mal hierher gekommen.